Kleine Käferchen und Krabbeltiere im Haushalt gibt es viele. Also zumindest gibt es viele unterschiedliche Arten, die auftauchen können. Brotkäfer tauchen, wie der Name schon sagt, in der Nähe vom Brot, also in der Küche auf. Aber auch da könnte es noch eine Vielzahl an unterschiedlichen Käfern sein. Wie du dir dann sicher sein kannst, dass es sich in deinem Fall auch wirklich um Brotkäfer handelt und wie du sie wieder los wirst, das erkläre ich dir im folgenden Video. Auf der einen Seite kann man ihn an seinen äußerlichen Merkmalen erkennen. Der rotbraune, oval geformte Körper ist mit etlichen Haaren versehen und seinen Kopf schmücken zwei lange Fühler. Außerdem haben sie 6 Beine. Der Käfer wird allerdings nur um die 3 mm lang, weshalb man echt genau hinschauen sollte, um sich zu vergewissern, mit wem man es gerade zu tun hat. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde, welchen Käfer man in seinen Lebensmitteln rumkriechen hat, denn das ist so oder so eine unschöne Sache. Wer sich dennoch unsicher ist, kann bei uns ganz einfach eine professionelle Insektenbestimmung durchführen lassen. Und dann weiß man es halt ganz genau. Tatsächlich ernährt sich der Brotkäfer nicht nur von Brot, sondern es steht eine Vielzahl an Nahrungsquellen auf ihrem Speiseplan. So ernähren sie sich, wie auch viele andere Käfer, von toten Insekten, auch Papier, Gewürze und Leder knabbern sie an, aber am liebsten essen sie dennoch Getreide, allgemein Hülsenfrüchte, Tee und Schokolade. Tatsächlich stammt der Name Brotkäfer auch nur daher, dass er in der Brotindustrie als sehr problematischer Vorratsschädling aufgefallen ist, da er sich an den Zutatenlagern da vergreifen kann und diese mit seinem Kot kontaminiert. Der Käfer selbst ist allerdings hier gar nicht mal das Problem. Er ist nur das Problem, mit dem das eigentliche Problem beginnt. Der Hauptschädling ist nämlich die Larve des Brotkäfers, welche der Brotkäfer in die Lebensmittel reinlegt. Aber wie kommen die Larven in die Lebensmittel? Allein schon, wenn du ein Fenster auf Durchzug hast und eine Brottüte halb offen auf der Küchenablage liegt, dann kann es schon passieren, dass Mama Brotkäfer den perfekten Brutplatz für ihre Larven gefunden hat. Aber auch vor Papier und anderen Verpackungsarten machen die Käfer keinen Halt. Und auch mit bereits befallenen Lebensmitteln kannst du sie dir natürlich ins Haus schleppen. Genau daran kannst du sie auch sehr gut erkennen. Verdorbene Lebensmittel mit Verunreinigungen und Löchern in der Verpackung deuten auf einen Befall dieser ungewünschten Plagegeister hin. Du solltest also immer darauf achten, deine Lebensmittel in festen Gefäßen, wie zum Beispiel wieder verschließbaren Plastikdosen oder ähnlichen aufzubewahren, um einen Befall zu verhindern. Befallene Lebensmittel solltest du auch dringend entsorgen und deine Schränke großzügig ausputzen, um möglichst viele der Käfer aus deinem Haushalt zu bekommen. Aber was machst du, wenn all das nicht hilft? Vielleicht schauen wir uns dann mal an, was 2009 in Augsburg geholfen hat. Damals hatte nämlich das städtische Archiv in Augsburg einen Brotkäferbefall von immensem Ausmaß, welcher rund 200.000 Archivalien angefressen hat. Die Käfer kamen vom Stadtmarkt über die Brote und Hülsenfrüchte in das Archiv und selbst eine Kältebehandlung von minus 40 Grad konnte die Käferplage nicht im Zaun halten, da die Eier diesen Temperaturen trotzen können. Aber wie konnten sie diesen hartnäckigen Schädlingen nun dann den Garaus machen? Nun, die Käferplage wurde dann über Klebe- und Pheromonfallen und die sogenannte Lagererzwespe in den Griff bekommen. Die Lagererzwespe ist ein Nützling, der sich dann von den Larven des Brotkäfers ernährt. Und genau das können wir auch bei uns zu Hause machen, denn zufällig haben wir genau solche Produkte bei uns im Shop. Die Lagererzwespen kümmern sich dann um die Käfer und verschwinden auch wieder, sobald ihre Arbeit erledigt ist. Dabei sind sie auch komplett ungefährlich für dich, allein weil sie quasi unsichtbar klein sind. Mit den Pheromonfallen werden die männlichen Tiere angelockt, welche dann auf den Klebeflächen hängen bleiben. Dadurch holt man zwar auch Käfer aus dem Verkehr, es ist aber nicht so effektiv, da weder Larven noch Weibchen davon angezogen werden. Und es wird hauptsächlich nach einer Behandlung eingesetzt, um auch wirklich prüfen zu können, ob es geklappt hat. Ansonsten startet man einfach die nächste Runde mit den Lagererzwespen, die jeweils so 2 Wochen aktiv sind. Wenn du dann alles käferdicht verpackt hast, die Schränke gereinigt sind und du Lagererzwespen eingesetzt hast, dann solltest du deine Käferplage schnell wieder in den Griff bekommen. Wenn dir dieses Video helfen konnte, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen oder ein Abo auf diesem Kanal. Da findet ihr auch noch weitere interessante Videos zum Bekämpfen von Haushaltsschädlingen aller Art. Und damit wünsche ich euch noch ein erfolgreiches Käferloswerden und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.